Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Aradai Prime. Die Festspielsaison hat begonnen, die Sommerbühnen haben eröffnet. Auf einer befindet sich ein ganz besonderes Duo, Elisabeth und Amelie Engstler. Das Mutter-Tochter-Gespann steht zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Ich traf die beiden zum privaten Plausch im Schönbrunner Tiergarten über zu frühen Ruhm und dessen Folgen. Wir waren immer schon ein bisschen anders, wir haben immer schon alles zusammen gemacht und jetzt darf ich noch das Lustigste auf dieser Welt teilen, nämlich Schauspiel. Also ich bin total excited to do so. I'm so excited and I just can't... Okay, nein, anders nicht. Die beiden wirken fast wie Freundinnen. Trügt der Schein? Naja, es wechselt von Best Friends zu Erzfreunden und wieder Best Friends. Also ich glaube auch, dass schon eine ziemlich freundschaftliche Komponente dabei ist. Aber das kann man einfach nicht sagen. Also wir sind schon Ami-Mami, oder? Wir sind ein Ami-Mami-Team, aber wir haben das Geschenk, dass wir auch befreundet sind miteinander. Viel Spaß haben. Das muss man sagen. Es ist aber ein Geschenk. Vielleicht gar nicht so selbstverständlich, oder? Du sagst mir immer, das ist nicht bei allen so. Nö. Ja. Ich habe mir gedacht, das gehört sich so. Zeit verbringen. Das tun die beiden gerade recht viel. Sie wohnen zusammen und sie spielen demnächst auch zusammen. Die Sommernachtskomödie Ein Käfig voller Nahen feiert auf der Rosenburg in Niederösterreich Premiere. Wie ist es denn mit der Frau Mama zu arbeiten? Wenn man eine kluge, weise Mutter ist, gibt man möglichst wenige Tipps und schon gar keine Ratschläge, die ja auch irgendwie Schläge sind. Vielleicht das Einzige, was man machen kann, ist sagen, hab möglichst viel Spaß, ja. Finde irgendwie deine Figur. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Die ist perfekt, nein, in der Rolle. Also ich glaube, das sind so die Dinge, die man vielleicht weitergeben kann. Und ich glaube, das hast du schon mitbekommen im Laufe der Jahre, dass es auch sehr viel Disziplin ist, dass sehr viel Genauigkeit vonnöten ist und Professionalität, um dann einfach diese Leichtigkeit auf der Bühne zu haben. Ja. Also, dass das wichtig ist, hätte ich gemeint, du hast das mit der Muttermilch aufgesogen. Stimmt das? Widerspreche mir bitte. Nein. Wir werden das wahrscheinlich unter Beweis stellen jetzt diesen Sommer. Ja. Elisabeth Engstler ist selbst sehr jung berühmt geworden. Mit ihrem Auftritt beim Song Contest und ihrem späteren Hit Sonntag. Gesperrter Flughafen bei ihrer Ankunft, Fanaufläufe bei Auftritten. Ein raketenhafter Ruhm. Sonntag, ich mag Sonntag. Schon die ganze Woche wird auf mich auf Sonntag. Das war ein Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn. Ja, und so für mich so total überraschend. Ja. Und natürlich hat es negative Sachen gegeben, dass wie wir von Harrogate vom Song Contest gelandet sind, dass der Flughafen gesperrt war. Das klingt jetzt so lustig und wow, toll, für euch wurde der Flughafen gesperrt. Das Donauinselfest musste unterbrochen werden, weil die Bühne verschoben hat. Klingt alles echt cool. Aber man darf nicht vergessen, ich war erstens sehr jung. Ich bin noch nie in meinem Leben vorher auf einer Bühne gestanden. Ich war eine brave Medizinstudentin. Ja. Also für mich war das eher erschreckend, ganz ehrlich. Ja. Ich habe unendlich viel gelernt und es war eine echt geile Zeit, dieser Song und das. Ja. Also das würde ich jedem raten, das ist einfach total, total super. Aber ja, damit muss man schon mal klarkommen. Also, aber ich würde ihr dann nicht zu und abraten. Ich habe einfach gesagt, Amelie, probier es aus. Probier aus, was dir Spaß macht. Also mehr kann man nicht machen und irgendwie versuchen, die Basis zu bringen, dass viele Dinge möglich sind. Für mich war das so normal. Wenn dann Leute gekommen sind, dann hat man mit denen geredet und hat gesagt, ey, wie geht's? Kenn dich nicht, aber super cool, dass du mich kennst. Es war so normal, ich habe es nie mitbekommen. Und immer, wenn ich die Frage bekomme, ist das so... Also jetzt solltest du doch schon einmal ein bisschen ein Problem damit haben. Ja, ich sollte ein Problem damit haben, habe ich bis jetzt aber noch keins gefunden. Naja, ich finde, also ich hätte mir schon gedacht, dass das nicht so einfach ist. Ja, ganz ehrlich, ja, weil wie ich in diesen Rummel hineingekommen bin, aber ich war natürlich viel älter und aus dem Nichts heraus, hätte ich mir auch gedacht, dass es vielleicht für dich ist. Aber ich glaube, dein Vorteil ist auch, dass du so kommunikativ bist. Nein, ich glaube, das ist mein Vorteil, dass ich damit aufgewachsen bin. Weil Leute, die da erst, wenn sie erwachsen sind, reinkommen, müssen sich daran gewöhnen. Aber für mich ist das so was Natürliches wie
keine Ahnung, lachen. Ja, stimmt. Ich bin so offen, weil ich von Anfang an sein musste, unter Anführungszeichen. Und jetzt ist es nichts mehr Besonderes. Es macht mir Spaß. Viele prominente Eltern halten ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus, auch aus Schutz. Wie war das in der Familie Engstler? Ich habe die Amelie bei sehr wenigen Dingen mitgenommen. Und wenn, als sie dann schon so alt war, um das bisschen realisieren zu können, was das heißt, wenn ein Bild von dir in der Zeitung ist und dann sieht das eben jeder, ja, haben wir das immer durchdiskutiert. Und die Amelie hat sehr früh für dich entschieden, heute möchte ich und heute mag ich überhaupt nicht. Und das wurde auch, das ist absolut respektiert worden, ja. Das ist der Beruf, das gehört dazu, ja, das hat sehr schöne Seiten und ja, und wenn man es nicht alles so wahnsinnig schwer nimmt, ja, dann wird es vielleicht auch nicht so tragisch. Das ist meine Theorie zu der Sache, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Amelie ist vom Beruf ihrer Mutter hingerissen. Das Schauspielen ist das Schönste in diesem Leben, finde ich. Also wenn ich auf dieser Bühne stehe, dann bin ich, ich weiß nicht, das ist ein ganz anderes Gefühl, als normal durch die Straßen zu gehen. Also wenn ich das, wenn sich's ergibt, das weiterzumachen, dann werde ich die auf alle Fälle ergreifen, diese Möglichkeit. Ergibt sich's nicht, will ich auf alle Fälle noch ein zweites Standbein haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber ich glaube, meine Mutter war, wie gesagt, das beste Vorbild. Sie hat mit Medizin begonnen und ist jetzt Schauspielerin. Also hoffen wir mal, dass es bei mir auch so kommt. Man darf sich schon auch als junger Mensch erlauben, ein bisschen sich was anzusehen im Rahmen der Möglichkeiten, weil ich habe Medizin studiert, weil es erstens ein Riesensteckenpferd von mir und eine wahnsinnige Liebe zur Medizin, das schon. Und aber auch in meiner Familie oder in unserer Familie, entschuldige mein Schatz, sind alle bis zum, ich weiß nicht, 14., 15. Jahrhundert Ärzte und Wundarzt gewesen. Ja, also das ist irgendwie am Tablett gelegen. Ich glaube trotzdem, dass auch ich das überhaupt nicht wirklich realisieren konnte. Was bin ich? Ja, was will ich? Und wo liegt wirklich mein Potenzial? Und das ist für mich im Prinzip, und das predige ich dir, glaube ich, auch immer, und ich sage es jetzt nur mal, ja, du musst nicht mehr zuhören. Ich finde, man sollte wirklich das machen, was einem Freude macht, wo das Herz hingeht. Nur dort wirst du gut sein, nur dort wirst du Schwierigkeiten überwinden und nur dort wirst du auch deinen Fuß fassen können. Das ist meine Überzeugung, ja. Aber, und das darf man sagen, die Schauspielerei für die Sommernachtskomödie schweißt die beiden noch mehr zusammen. Wir sind jetzt gemeinsam bei den Proben, ja. Wir sind bei den Ausführungen zusammen. Ja. Wir haben die gleiche Ausrichtung. Wir machen dasselbe, ja. Wir erleben dasselbe, ja. Wir fühlen dort oben auch dasselbe, was es ist, ja. Oh, jetzt, ich weiß nicht, jetzt regnet es und stürmt und wir haben gleich Aufführung. Ah, das Publikum geht heute wie wahnsinnig mit. Oh, heute zieht sich alles, ja. Das sind ja Erlebnisse, die, wenn man sie gemeinsam erlebt, das ist schwer zu kommunizieren teilweise. Selbst wenn man zuschaut, ja, man fühlt das nicht so. Wir fühlen das jetzt gemeinsam. Und sie sind auch gute Kolleginnen. Weil sie ist die ehrlichste und direkteste und beste Kritikerin, die ich habe. Egal, ob es Outfit betrifft, ob es ein Lied betrifft, ob es irgendwas betrifft. Die Ami sagt die Wahrheit und das ist ein unschätzbarer Wert. Sie sagt zwar manchmal ein bisschen hart und ich bin ein emotionaler Typ, ich halte das dann gar nicht so gut aus, aber sie sagt die Wahrheit. Genug haben die beiden immer noch nicht voneinander. Das merkt man auch beim Spaziergang durch den Tiergarten. Ein besonderes Platzerl für Elisabeth Engstler. Ja, die Erdmännchen. Wir lieben die Erdmännchen. Ja. Das ist so, dass ich Patin geworden bin bei den Erdmännchen und da wurden wir eingeladen, die Amelie und ich, zu den Erdmännchen hineinzugehen und sie auch zu füttern. Ich habe nicht gewusst, dass ich kurlende Maden auf meiner Hand aushalte, aber die sind einfach so süß, ja. Das Maden ist, oder die Erdmännchen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss mir das überlegen. Nein, ich glaube, es sind doch die Erdmännchen. Aber das war für mich ein großes Erlebnis und ich liebe diese Erdmännchen so, weil die haben eine soziale Familienstruktur oder Rudelstruktur, ja, die ich einfach großartig finde. Es hat jeder seine Aufgabe, es kümmern sich alle um alle. Es gibt einmal einen Wächter, der wird aber nicht stundenlang Wächter, sondern wird immer abgewechselt. Die haben verschiedene Signale, ob jetzt der Feind aus der Luft kommt. Also ich finde, die sind so genial. Und dann, ich schaue sie mir an. Und ich fühle mich besser. Ich weiß nicht, was das ist. Also diese Erdmännchen, die brauche ich sie nur anschauen und ich fühle mich schon besser.
Aber das geht mir bei Tieren überhaupt. Ja. Katze, sie muss auch weiter vererbt. Ich liebe Tiere. Ja. Ich liebe so sehr Tiere, dass ich meiner Mutter während dem Lockdown eingeredet habe, einen zweiten Hund zu nehmen. Und gewonnen habe. Yes. Ja. Gott sei Dank. Ja, unsere kleine Phoebe. Ja. Ja, nein, ich liebe Tiere. Ich will am liebsten die ganze Zeit von vielen Tieren umgeben sein. Das ist das schönste Gefühl. Und egal ob Pferd, Hund, Hase, was auch immer, sobald es ein Tier ist, bin ich glücklich. Deswegen waren wir, wie die Amelie klein war, sehr viele, viele Jahre sehr, sehr oft in diesem Tiergarten Schönbrunn. Ja, da waren wir Stammgäste sozusagen. Wir bleiben bei Familienangelegenheiten, denn auch diese zwei Brüder haben es weit gebracht, Giovanni und Stefano Zarella. So unterschiedlich die beiden in Sachen Karriere auch ticken, Disney hat die beiden für ein Projekt vereint. Er ist im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt, Giovanni Zarella. Einst schaffte er den Durchbruch mit der Popband Brosis und heute moderiert er seine eigenen Shows im ZDF und holt sich mit seinen Soloalben regelmäßig Gold. Gemeinsam mit seinem Bruder Stefano steht er erstmals gemeinsam vor dem Mikro und zwar als Synchronsprecher für den Film Luca. Ich durfte beide interviewen. Da wäre nur eine Kleinigkeit. Wow. Wow. Wow, warte. Hast du das gesehen? Du hast einen großen Bruder, der sehr prominent ist. Mittlerweile du auf einer anderen Schiene auch sehr. War er für dich schon früh ein Vorbild, auch zu sagen, ich suche mir vielleicht was in der Entertainment-Branche groß gefasst, ich suche mir einen Job in der Öffentlichkeit? Also so richtig drauf geachtet habe ich nicht. Es war immer so, dass Giovanni für mich eine Vorbildfunktion war und auch immer noch ist. Ich habe auf jeden Fall, auch heute schaue ich immer zu ihm auf und wenn ich quasi Schritte mache in meiner Karriere oder in meinem Leben, wo ich quasi nicht genau weiß, ob die richtig sind oder wo ich noch Tipps brauche, gehe ich immer zuerst zu meinem Bruder und frage ihn nach den Tipps, weil Giovanni schon einiges durch hat und ich wirklich den Hut vor ihm ziehe. Ja, und das hatte ich auch schon vorher in Interviews gesagt, dass es schön ist, dass wir quasi, dass jeder sein Ding macht, aber wir uns beide immer unterstützen und wir uns immer da für gegenseitig füreinander da sind und helfen, wo wir können. Stefano ist nämlich erfolgreicher Foodblogger. Ihm folgen fast 1 Million User, die seine Kochtipps lieben. Ich glaube, es ist ganz witzig, es heißt in der Chambranche, da weißt du selber, immer, man bekommt überall über Beziehungen rein. Wenn du irgendwo einen Onkel, eine Cousine, eine Affäre hast, dann geht das schneller. Das Lustige ist, ich glaube tatsächlich, dass mehr als die Hälfte von Stefanos Follower nicht mal mehr Brosis kennt. Ja. Ist das schon eine Generationensache bei euch auch? Na, also total. So viel konntest du ihm gar nicht helfen eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, Stefan ist ja nicht jetzt seit 4 Monaten erst mein Bruder, seit es bei ihm so geknallt hat oder geknallt ist. Und der ist auch nicht erst seit 4 Monaten mit Pietro in Verbindung oder mit Janaina. Stefano hat das wirklich alleine gemacht, was er da gemacht hat. Also irgendwie, da hat sich da 700.000-800.000 Follower drauf gearbeitet in den letzten Monaten durch seine Rezepte, die er auf seine eigene Art und Weise den Leuten in kurzer und schneller Art und Weise vermittelt. Und das finde ich das Geilste daran. Es ist nicht dieses, okay, er wird auch Sänger, weil der Bruder ist Sänger und dann sagt jeder, ja klar, ist er Sänger geworden. Ne? Er hat sein eigenes Ding gemacht. Er hat uns alle total überflogen, was Follower und Co. angeht. Mich, Janaina und auch letztendlich auch seine Partnerin, die Romina. Man hätte ja auch sagen können, ja, ist ja klar, weil die Freundin ist ja jetzt bei Topmodel und ist doch klar, dass er auch damit fliegt. Aber er hat total sein eigenes Ding gemacht und ist letztendlich jetzt der erfolgreichste Foodblogger, den wir in Deutschland haben. Das hat er wirklich in wenigen Monaten, muss man sagen, geschafft, weil er Impuls der Zeit erkannt hat und da richtig Gas gegeben hat. Und das ist wirklich toll. Scheint alles glatt zu laufen für die erfolgreichen Zarellas. Aber hinter den Kulissen war das nicht immer so. Du warst ganz oben mit Brosis, dann warst du wieder ganz unten, dann warst du ganz oben. Jetzt bist du ZDF-Moderator. Ich glaube, größer geht es dann in Deutschland auch nicht mehr. Du hast ein Album auf Platz 1. Versuchst du das deinem Bruder auch manchmal mitzugeben, dass er sich darauf gefasst machen muss, dass es, selbst wenn man ganz oben ist, es auch wieder runtergehen kann? Ich glaube, er bekommt es jeden Tag mit. Also Stefano kennt meine Höhen und Tiefen noch viel, viel besser als jeder da draußen, der sie ja
zweifelsohne mitbekommen hat. Draußen hat man natürlich mitbekommen, guck mal, jetzt läuft es gut, jetzt läuft es weniger gut, jetzt läuft es gut, jetzt läuft es weniger gut. Ich glaube, dass er aber auch verstanden hat, was wichtig ist in der Zeit, in der man halt nicht so angesagt ist, dass man sich da nicht verzettelt, dass man nicht auf einmal anfängt, Sachen zu machen, hinter denen man nicht stehen kann. Das habe ich nie gemacht. Ich habe nie irgendwas gemacht, hinter dem ich nicht stehen kann oder was die Karriere sogar, der Karriere sogar schadet. Und da muss man einfach Geduld haben. Und ich hatte glücklicherweise die Geduld, was gar nicht einfach ist, zu warten, bis wieder was passiert, wo es nach oben geht. Und jetzt ist einfach gerade wieder eine schöne, goldene Zeit in einer schweren Zeit, weil wir noch irgendwie auch schon noch ein bisschen in der Pandemie stecken, auch wenn wir gerade den Ausgang gefunden haben. Das ist schön. Aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und am meisten bin ich stolz auf mich, dass ich nicht in der ganz schweren Zeit aufgegeben habe. Nun stand neben ihren vielen Soloprojekten auch etwas Gemeinsames im Tonstudio am Plan. Die beiden durften entzückenden Disney-Figuren im Kinderfilm Luca ihre Stimme leihen. Wie war das jetzt für euch oder für dich? Das war wirklich ein unvergesslicher Moment. Als Giovanni mich angerufen hat und mir gesagt, hey, hast du Lust, die Rolle mit mir zu spielen? Da dachte ich mir so, natürlich, direkt. Das war auch mega cool. Ich liebe es auch, Zeit mit Giovanni zu verbringen, gerade wenn man das mit dem Job noch verbinden kann. Das ist mega. Und dann bin ich ja nach Berlin gefahren. Wir hatten noch einen mega coolen Tag zusammen, haben das durchgezogen und sind auch wieder zusammen zurückgefahren, haben dann auch dann so das Revue passieren lassen, wie cool das eigentlich alles war und dass einfach so ein Kindheitstraum in Erfüllung ging. Das war für mich ja das allererste Mal. Ich glaube, Giovanni hat das jetzt zum dritten Mal gemacht. Aber das war das erste Mal, dass wir quasi wirklich zusammengearbeitet haben auf so eine Art und Weise. Das war echt, das war so ein, schon echt ein Moment für die Ewigkeit, war mega. Wir hatten so viel Zeit, das Revue passieren zu lassen, weil wir in einem dicken Stau gestanden sind. Ja, 10 Stunden haben wir gebraucht im Morgen. Luca startet übrigens ab 18. Juni exklusiv auf Disney+. Please don't take my sunshine away. Luca. Woher kommt ihr nochmal, habt ihr gesagt? Diese Erfolgsgeschichte muss ihm erstmal jemand nachmachen. Star-Koch Wolfgang Puck. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist für ihn keine einfache Phrase. Es ist sein Leben und das wurde jetzt sogar verfilmt. At my age now, I probably should say, Wolfgang, slow down and take it easy. But it's quite the opposite. Celebrity chef Wolfgang Puck. People knew who owned the restaurant. They rarely knew who did the cooking. Wolf brought the chef into the limelight. You know what you have to try. Ich habe mir gedacht, wie ich den Film gesehen habe, eigentlich wahnsinnig riskant. Als junger Bursch nach Frankreich gehen, ja, wir kommen dann nachher noch auf deinen Stiefvater zu sprechen, nach Frankreich zu gehen, man beherrscht nicht die Sprache, man weiß nicht, wie es am tut. War das nicht im Nachhinein gesehen? Natürlich ist die Rechnung aufgegangen, aber war es nicht auch gleichzeitig wahnsinnig riskant, eigentlich? Weil für mich war einfach, ich habe gedacht, der weite Weg, ich bin von meinem Stiefvater und auch nachher vielleicht vom Chef in Villach, der weite Weg, desto besser. Und ich glaube, Frankreich hat mich ganz interessiert und ich habe immer die Neugierigkeit gehabt, was Neues zum Sehen, was Neues zu machen und alles so. Und für mich war es eigentlich ein Abenteuer, nach Frankreich zu gehen, zu der Zeit, wo ich den anderen Jungen gesagt habe, in der Küche, im Parkhotel, ich gehe nach Frankreich jetzt. Die haben nur so geschaut, die haben gesagt, nach Frankreich. Zu der Zeit war das so weit weg, weil man mit dem Zug fahren hat müssen und das hat einen ganzen Tag gedauert und alles so. Ja. Für mich war es ein Abenteuer und ich habe mir gedacht, na, hoffentlich kann ich was lernen, weil ich habe gesehen, wie die das Restaurant in Villach gekocht haben, der Trois-Faisans von Dijon. Und ich habe gedacht, die kochen mit Wein und die machen Pasteten und die Rindfleisch in Rotwein und Hühner in Rotwein und so eine Sache. Und ich dachte, ich möchte mir das schon anschauen. Und nach einem Jahr in Frankreich habe ich herausgefunden, da sind 1-, 2- und 3-Stern-Lokale. Und wo ich gearbeitet habe, da in Dijon war 1 Stern. Und ich bin nochmal zurück nach Österreich und habe in einem 3-Stern-Lokal arbeiten wollen. As a kid in Austria, life with my stepfather was really rough. He would say, you're never gonna be anything. If you are a real man, stay out of the kitchen. But the kitchen was the only place where I felt safe.
I decided at that moment, I want to prove him wrong. So im Nachhinein gesehen, ich meine, wie gesagt, das zieht sich ja auch durch den ganzen Movie wie ein roter Faden. Dein Stiefvater, der wirklich anscheinend wirklich ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen ja. sein muss. Gibt es trotzdem irgendetwas bei aller Antipathie, wo du sagst, es war gut, dass er trotzdem da war, oder ist das wirklich ein Kapitel, wo du wo bist das aus dem Man fragt sich oft, warum, wo man erfolgreich ist, wo kommt er erfolgreich durch was? Yes. Ich glaube, am Ende Ausdauer und wo man Adversity, wie sagt man Adversity, etwas hat, Schwierigkeiten und Sachen kommen immer herauf und sind immer vor uns. Und wie man das übermacht, ist eigentlich das Wichtigste. Wo man vor einem Baum steht und man kann links oder rechts gehen, man kann nicht durchgehen. Man muss halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich sage immer, wenn einer eine schlechte Zitrone hat, vielleicht kann er einen guten Zitronensaft draus machen. Für mich hatte der Film irgendwie ein bisschen so angemutet wie eine, wie soll ich sagen, eine Zäsur. Ist das auch irgendwie für dich gewesen, wo du sagst, jetzt habe ich mal ein großes Chapter, das möchte ich jetzt mal abschließen. Das war mir jetzt mal wichtig, weil da sind ja wahnsinnig viele Dinge, die quasi besprochen werden, die du auch wirklich wahnsinnig intime Einblicke eigentlich gibst, ja, in dein Seelenleben. War eine Zäsur, oder? Ja, ich glaube, für mich, es war wichtig, zuerst für mich selber, dass ich das herausgekriegt habe, dass ich darüber reden habe können und auch, dass mehr Leute darüber sprechen können und dass die Leute eigentlich wissen, wie ich angefangen habe, dass es nicht immer so war, wie es heutzutage ist. Und ich glaube, für die Jugend heutzutage ist es wichtig, dass sie sehen, dass es nicht immer leicht ist am Anfang, dass es schwierig ist. Heutzutage die Amerikaner, die Jungen, die sagen, na, ich möchte ein Fernsehkoch werden und ich möchte ein Restaurant wie Spargo aufmachen. Und die vergessen, da sind viele Stufen, bevor man im sechsten Stock ist und dass man die Sonne sieht oben und alles. So, ich glaube, es ist wichtig für die Leute, für die Jugend überhaupt und deshalb, ich glaube, vielleicht Disney Plus ist gut für das, weil ja. viele junge Leute schauen das an. Jeder Mensch hinterlässt irgendwie so Fußabdrücke. Was sind so die Fußabdrücke, die Footprints, die du hinterlassen willst eines Tages? Well, hoffentlich, dass die Kinder einmal sagen werden, er war ein guter Vater und die Frau sagt, er war vielleicht ein guter Ehemann und dass viele junge Leute heutzutage, die mit mir gearbeitet haben und noch mit mir arbeiten und eigene Lokale haben und alles, dass sie gesagt haben, na, der Wolfgang hat mich beeinflusst, der Wolfgang war wie ein Mentor für uns, der hat uns den Weg gezeigt. Das bedeutet, du bist, weil deine Kinder, der Brian kommt ja auch vor. Ja. Das ist dein ganzer Stolz, oder, deine Kinder? Oh, no, es ist eigentlich gut. Der erste Sohn, Cameron, hat jetzt gerade seinen Doktor gemacht, vor ein paar Monaten. Und der Byron ist jetzt der Manager von unserem neuen Lokal. Und ich habe ihn gestern noch gesehen und er hat gesagt, na Papa, ruf mich nicht an, wir sind am Monat jetzt ausverkauft, jeden Tag. So, ruf mich nicht an, dass du noch von einem von meinen Freunden haben willst. Ich habe gesagt, na, mir ist das egal, wenn meine Freunde kommen will, du musst einen Tisch kriegen für das. Er hat die Leidenschaft, die Passion und das ist ja das Wichtigste. The Mount Rushmore of Chef Wolf's right there in the middle. He changed the way Americans eat. Wolf doesn't have an end game. Maybe that's why he's still at it. For me, food is family. Making people happy is my purpose in life. Muttertag, MA2412, Kaisermühlenblues. Reinhard Nowak kennt man aus unzähligen österreichischen Kultprojekten. Doch der Wiener Kabarettist ist selbst schon Kult. Das sehen sogar seine Kollegen so, die zahlreich zu seiner Premiere endlich erschienen. Ja, ich muss sie trösten, ja, ich tröste dann. Schatzi, du schaust super aus. Hast du abgenommen? Hast du mich gerade rückwirkend hässlich und fett genannt? Wirst du mich auch noch lieben, wenn ich alt und hässlich bin? Ja, das tue ich doch jetzt schon.
Sag mal, wie ist das mit Nervosität? Wie ist das mit Lampenfieber? Hat man das noch nach all diesen Jahren? Ja, also ganz, man hat natürlich dann irgendwann im Laufe der Zeit eine gewisse Routine und scheißt sich nicht mehr so an wie vor 20, 30 Jahren, ganz zu Beginn. Also bei meinem ersten Auftritt mit dem Schlabberee habe ich am ganzen Körper gezittert, ja, weil ich einen hohen Blutdruck gehabt. Aber natürlich ist noch immer eine gewisse Grundspannung da und Anspannung und wie wird es den Leuten gefallen. Und heute ist natürlich besonders, weil es kommen halt Kollegen und dann Kritiker vielleicht wahrscheinlich. Da will man halt gefallen. Ja, aber ich denke mal, ja, wenn es nicht. Das habe ich auch gelernt mit der Zeit. Man kann nicht jedem gefallen. Ja. Und ja, und daher habe ich jetzt auch nicht so einen Stress. Hast du manchmal Leute im Publikum sitzen, die einfach nicht lachen? Ja, das kommt vor. Da fragt man sich dann auch, das Problem ist ja da, dass man das sieht auch. Man sieht ja, wir sitzen nicht im Dunkeln und das sieht man halt. Ich bin jetzt auch nicht wer, der ständig lacht, ja, bei jedem, also wenn ich im Kabarett zuschauen bin, lach mir innerlich, aber wenn du merkst, es sitzt jemand da, irgendwie fadisiert, dann denkst du schon, bitte, warum ist der überhaupt da erstens einmal und gefällt es dem nicht? Aber da darf man nicht zu viel drüber nachdenken, weil sonst hat man sowieso einen Hänger. Ich sag dir die Wahrheit, aber nur, dass du mir versprichst, nachher nicht böse zu sein. Okay? Ich schlafe seit 3 Jahren mit der Nachbarin. Das ist Spaß, das war ein Witz. Ich schlafe mit der Nachbarin nicht. Schon lange nicht mehr. Reinhard Novak ist Kult, weil... Er hat es mal Motschkan erfunden. Es ist großartig. Ich habe ja eine Zeit lang geglaubt, das ist seine Masche. Der ist so. Jetzt sage ich nicht, habe ich nie gesagt, das stimmt gar nicht. Nein, aber es ist so entzückend und nee. Aber er ist, glaube ich, im positivsten wie im negativsten Sinn ein Wiener. Und das ist das schönste Kompliment, das man einem Freund sagen kann. Reinhard Novak war bei den wichtigsten österreichischen Fernsehfilmen, Produktionen dabei. Gibt es seit gefühlten 100 Jahren, liefert ab, kennt man. Ist einfach eine typische Wiener Figur. Das ist der jüngere Mundel. Was erwartet man sich von einem Programm, das heißt Endlich? Endlich wieder auf die Bühne, glaube ich, oder? Nach allem. Endlich wieder spielen. Warum freut sich eine Blondine, wenn sie noch 6 Monate das Puzzle fertig hat? Wer auf der Bocken draufsteht, 2 bis 4 Jahre. Wie groß ist die Liebe, wenn man in Österreich spielt, aber ihr kommt trotzdem her? Also okay, ich gebe das zu. Der Reini hat geschrieben, du, was ist, wollt ihr nicht zu meiner Premiere kommen? Und ich habe mir gedacht, oh ja, netter Kerl, so lange schon in meinem Theater gewesen, Kultur total vermisst, gehen wir unbedingt. Gestern bin ich erst draufgekommen. Ah, fuck. Oh Mist. Aber natürlich kommen wir trotzdem. Wir haben bisher ja das Handy in der Hand gehabt. Also ich bin gefahren, der Gerold hat geschaut. Ich kenne das schon. Wir sind meistens unterwegs, wenn irgend so ein Großevent ist, so ein wahnsinnig wichtiges sportliches, wo Österreich sowieso gleich einmal in der ersten Runde draußen ist. Aber das macht nichts. Wir sind das schon gewohnt, gell? Wir sind leidensfähig. Mhm. Fallen dir überhaupt noch Dinge ein oder musst du sie wirklich schon suchen? Naja, suchen muss man sowieso, ja. Und ich habe einen Co-Autor, also gemeinsam mit Klaus Bieber geschrieben und ja, man muss halt irgendwie so überlegen, was macht man. Ich wollte einfach diesmal mehr oder weniger eine Stand-up machen. Natürlich kommt halt Corona auch vor. Ursprünglich wollte ich das ja gar nicht drin haben, weil man dachte, das wird im Sommer dann eh hoffentlich vorbei sein. Aber ja, wie man sieht, ist es noch Thema. Und ja, also wir haben es halt mehrmals umgearbeitet und Sachen ausgekaut und gekürzt. Und ja, wie halt immer beim Programm. Essen, trinken, schmusen. Feste feiern, Begräbnisse, alles, was uns Spaß macht, uns ist verboten. Na gut, wenigstens haben wir Weihnachten mit 10 Leuten ohne Probleme feiern können. Ja, aber wer kennt schon 10 Leute ohne Probleme? Und das war es diese Woche auch wieder von Ada by Prime. Die neue Ausgabe gibt es wie immer nächsten Freitag. Boom, boom, boom.